Welcome to Fetzis World. Wir werden uns heute ein bisschen den Anfänger widmen, wie man den Start lernt, wie man lenkt und schauen wir mal, was uns noch alles so einfällt. Am besten ist es natürlich, wenn man auf einer Zweimastliftanlage lernen kann, wie hier. Da geht es einfach ein bisschen sanfter weg, der Operator kann die Geschwindigkeit steuern. Und noch am besten ist es natürlich sogar, wenn man jemanden hat mit Funkhelm, wie zum Beispiel auch wir, das schaut so aus. Ich zeige das mal hier vor. Genau. Das hier, das ist eine Funkhelm-Einheit, da sind wir verbunden. Passt. Am besten ist, Wakeboard anschnallen und einfach mal trocken den Start üben. Ja? Janine stellt sich hier zur Verfügung bei uns. Ich drücke ihr mal die Hand in die Hand, sage ihr, einfach mal hinsetzen auf den Boden und beziehungsweise sogar richtig hinlegen. Die Schultern sollen den Boden berühren. Und wenn ich jetzt anziehe, Janine, Arme gestreckt lassen, wirklich schön die Hüfte einknücken, die Schultern müssen nach vorne kommen, über die Knie. Ah, schau, da macht sie schon Fehler. Willst du schon anziehen? Arme gestreckt lassen, gestreckt. Wir machen es gleich nochmal. Zurück, genau, locker her, so. Genau, das ist der Klassiker, das machen die meisten Leute immer. Und wie gesagt, lass die Arme gestreckt, machen wir es gleich nochmal. Genau, Arme bleiben gestreckt. Ich darf nur zwei Finger brauchen, ganz locker. Genau, jetzt brauche ich überhaupt keine Kraft. Das ist super, gleich nochmal machen. Perfekt, dass man das mal automatisiert, wie man hier in die Hüfte schön einknickt. Und jetzt geht es darum, dass du deinen Körper mit übers Board bringst. Probier mal drüber. Aha. Aber sie hat angezogen den Arm. Das geht noch schöner, das machen wir gleich nochmal. Schön, sonst machen wir so, geh jetzt schön in die Hocke. Ganz klein machen. Oh, danke schön. Ganz klein machen hier. Genau, genau. Und schau, dass du stehst, ohne dich bei mir anzuhalten. So, genau, von alleine. So, perfekt. Und jetzt gehen wir, setz dich hin, genau, wieder zurück. Und jetzt machen wir das Ganze so mit gestreckten Armen, übers Arm gestreckt lassen, gestreckt. Genau, super. Jetzt hast du den Code geknackt. Wir wiederholen es gleich nochmal. Super. Perfekt, genau, super. Und ganz locker aufstehen jetzt, ganz locker aufstehen, perfekt. Das wäre mal, wenn man das mal automatisiert hat hier, Arme gestreckt lassen, schön einknicken nach vor, nicht eben anziehen. Das funktioniert nur am Land, dass man anzieht, ja. Am Wasser rutscht ja einem das Brett immer wieder weg, man kriegt immer wieder die Rückenlage. Also es sagt eh jeder an der Anlage, Arme lang, schön die Hocke. Das ist einfach eine wirklich schöne Vorübung. Janine? Dreh mal die Spitze vom Wakeboard zu mir, genau. Perfekt, ist gut. Geh ein bisschen in die Hocke, genau. Und jetzt probieren wir das nach links fast, in die Richtung, da ist der Trick. Genau, da muss auch die Nase vom Brett drüber schauen. Genau, und jetzt probieren wir nach rechts zu lenken. Ja, genau, gut. Und da hast du schon intuitiv richtig gemacht, die Hand nach links geschoben, wenn du nach rechts willst, ja. Und wenn du nach links willst, musst du die Hand nach rechts schieben. Probieren wir nochmal. Ja, genau, genau, super. Perfekt, dann stelle ich wieder gerade hin zu mir. Super, wir machen das Ganze mal auch einfach mal in die andere Richtung. Schön die Hocke gehen, schön die Hocke gehen, genau. Jetzt probieren wir hier das Board rüber zu holen. Ja, genau, das ist gut. Das nennt man dann Toeside draußen, wenn du die Zehenkante belastest. Am Wasser kann man sich dann natürlich auch ein bisschen mehr reinlegen, die Zehen. Aber jetzt schauen wir, dass wir über dem Brett bleiben. Und jetzt nochmal ganz langsam nach links drin. Ja, perfekt, aber gar nicht zu viel, nur so 45 Grad, genau. Das ist gut. Hand nicht verdrehen, weil die bleibt schon nah hier an der Hüfte, ja. Super, das funktioniert schon ganz gut. Und jetzt machen wir gleich noch eine schöne Übung, und zwar gehen wir ein bisschen in die Hocke nochmal. Ich ziehe dich nach vor und du schaust, dass du gerade bleibst, dass das Brett nicht verdreht. Ja, passt gut. Dann machen wir gleich zurück in die andere Richtung. Ja, das ist auch beim Fahren der Klassiker, dass man gleich mal hier so draus versucht. Mehr in die Hocke, genau. Und wir, genau. Ja, das ist super. Perfekt. Wow. Okay, jetzt geht's aufs Wasser. Janine ist schon in die Schwimmweste, hat schon die Schwimmweste schon angezogen, Funkhelm aufgesetzt. Und jetzt kannst du ruhig schon mal reinschlupfen ins Board. Ich zeige mal kurz, auf was man auch achten sollte am Anfang. Nämlich, dass man sich die Bindung nicht zu fest zumacht. Man hat hier oft mehrere Schnürsysteme. Unten hier unten kann man schön fest zumachen. Ja? Aber oben sollte man ein bisschen lockerer machen, zur Not, dass man zur Not rausschlupfen kann. Manchmal will der Fuß raus, wenn das nicht geht, tut man sich das Sprunggelenk genau zehren oder Sprunggelenk brechen, ja, die Bänder zehren. Also einfach ein bisschen lockerer zur Not, einfach mal öfters wieder anziehen. Aber das ist ein kleiner Tipp. Ich setze dich hier mal auf die Bank hier, nimm die Hand in die Hand und genau, perfekt. Und es wird so sein, die erste Strecke, wir werden uns gar nicht gleich in Fahrtrichtung drehen, sondern so quer, wie wir hier sind, werden wir mal die ganze Länge quer fahren und vielleicht ein bisschen nach links fahren, ein bisschen nach rechts. Ich nenne das auch
das fallende Blatt, ja, wie wenn ein Blatt runterfallen oder Christbaum, ja. Und das werden wir jetzt einfach mal üben. Also wenn du ein bisschen nach rechts fahren willst, streck einfach den rechten Fuß leicht nach vorne, genau so. Aber ja, nicht zu viel, nur ein paar Grad. Und jetzt, angenommen, du kommst zu nahe zu dem Elfen, jetzt willst du nach links fahren, genau, ein bisschen nach links, genau. Die Bewegungen schön langsam machen, fahren ein bisschen nach links, dann stellen wir wieder quer, der Querfahren warten und dann wieder ein bisschen nach rechts, ja. So leichtes Zickzack muss er. Das wird das erste sein. Und ja, bevor man loslegt, sollte man sich auch noch eine kleine Sicherheitseinweisung geben lassen, was so zu beachten ist. Jede Anlage ist da vielleicht ein bisschen anders. Bei uns kann ich dir sagen, ganz wichtig, Ziel ist zwischen den zwei Hindernissen durchfahren, nicht außen vorbei. Wenn du das Gefühl hast, du fährst zu nahe voran, du fährst wohl dagegen, gleich loslassen, nach hinten fallen lassen, du wirst auf der Stelle stehen bleiben. Genau das gleiche, wenn du irgendwie zu nahe zum Ufer kommst, die Leine verlierst, nach hinten fallen lassen, das ist die Handbremse. Oder wenn ihr an einer großen Anlage seid, es schwimmt jemand vor euch im Wasser, ihr wisst nicht, was ihr machen sollt, ihr könnt noch nicht lenken, lasst einfach gleich los, lasst euch nach hinten fallen, nicht, dass ihr jemanden über den Kopf fahrt. Dann haben wir auch noch kurz ein bisschen was zum Coaching. Wir sind ja per Funk miteinander verbunden. Ganz wichtig, wenn du irgendwas nicht verstehst, einfach nachfragen. Es gibt keine blöden Fragen, du kannst mich auch zehnmal das gleiche fragen. Wenn wir vom nicht aneinander vorbeireden, wird am meisten weitergehen. Also das ist wirklich toll. Ich höre auch, was sie sagt und da werden wir echt schnell Fortschritte machen. Brett ein bisschen aus dem Wasser raus, also sobald der Zug kommt, wir wiederholen, Arme lang, gleich mit der Schulter nach vorne, über den Knien, voll die Hocke, hinter und berührt fast die Ferse, ja, du probierst es einfach mal aus und du bleibst quer, also nicht zu vorderen und zu hinteren Hüfte ziehen, einfach schon mit, du kannst jetzt schon die Arme lang machen, genau, voll in die Hocke, genau, bleib und ja, super, schau, dass du das bald kommst, genau. Genau, dann wieder ein bisschen nach links in die andere Seite, genau, den linken Fuß nach vorne, super. Dann wieder quer, mittig bleiben, querstellen, genau. Und dann wieder ein bisschen nach rechts. Und nach rechts. Ja, wieder nach links, leichtes Zickzack. Wie in die andere Seite, ja, super, dass du siehst, wie das ein Naturtalent. Perfekt macht sie das, super. Achtung, ich lasse dich jetzt ins Wasser gehen. Nicht schrecken. Perfekt. Und das gleiche machen wir jetzt zurück. Und jetzt können wir dann schon beim Herfahren ab Mitte. Also nach den Hindernissen kannst du dann schon probieren, die Hantel zur vorderen Hüfte ziehen, dass du auf links oder auf rechts vorne, wie du willst, dass du eine Seite auch aussuchst und dass wir in Fahrtrichtung fahren. Ja? Na, Arme lang, schöne Hocke. Genau, bleib noch quer, bleib noch so. Genau, und jetzt kannst du gerne eine Seite ausziehen und bleib, probier unter Umlaufseil zu bleiben. Genau, die Spitze zu uns zu drehen, genau. Genau, perfekt, so bleiben, super ausbalancieren. Perfekt, gratuliere! Die erste Runde, ja, ein Naturtalent, ja, ein Naturtalent. Okay, Janine, das geht ja schon ganz gut. Als nächstes schauen wir, dass wir ein bisschen mehr lenken, ein bisschen mehr auf der Zehenkante rüberfahren, dann Fersenkante zurück, ja. So größere Slalom, auch mit dem gleichen Fuß vorne. Du bist ja rechts vorne, ja, also... Vielleicht geht es immer rechts rausfahren, Heelside nennt man das, aber das Schwierige ist ja Toeside und das werden wir auch schon, dass das geht, ist wirklich hintere Hand loslassen, mit einer anderen Hand geht es auch besser, ganz weit auf die Zehenkante rausfahren, ja, und dann schauen, dass du die ganze Fersenkante rausfährst und danach machen wir können wir die Kurve probieren, aber ich werde es dir jetzt gleich mal erklären, wie das funktioniert. Der Trick ist, nicht zu früh rausfahren, zu Boe, sondern erst die letzten 20 Meter ziehst du raus, nimmst du die Geschwindigkeit mit und wenn du merkst, der Lift wird langsamer, hier auf dem Zweimaster, dann gehe ich nochmal aufs Gas. Du bleibst auf der Fersenkante, ja, bis du merkst, es dreht dich rum. Und dann können wir erst auf die Zehenkante gehen und die Geschwindigkeit rausnehmen. Ja. Vor allem, wenn du merkst, ui, es zieht dich voll um die Kurve, du beschleunigst voll raus mit Hilfe der Zentrifugalkraft, dann kannst du auf die Zehen gehen, den Turn enger fahren und Geschwindigkeit rausnehmen. Aber ansonsten bleib ruhig auf der Fersenkante. Und wenn du merkst, du saufst ab, schön in die Hocke gehen, dann können wir ruhig wieder rausstarten. Ich regel das eben mit der Geschwindigkeit. Janine, geil! Super gefahren! Quer, das fallende Blatt, Toeside gefahren, Heelside und sogar die Wände. Wirklich cool. Also, wie gesagt, ich wünsche euch viel Glück, hoffe, das klappt zu Hause. Wenn ihr mehr lernen wollt, howtowake.com. Ich habe auch ein ganzes Online-Lernprogramm, das heißt Rail in 10 Days. Da gibt es dann ganz viele Tricks von Ollies, 180s, Ollie 360s bis zu einem Rally. Auch ganz viele Trampolinübungen. Was haben wir noch? Methodische, didaktische Sachen. Also es ist ein 2-Stunden-Paket, kann ich jedem empfehlen. Bis jetzt waren die Feedbacks voll gut. Und das wäre dann auf jeden Fall das Nächste. Aber jetzt mal viel Glück bei eurem Wakeboard-Anfängen. Und ja, viel Spaß. In diesem Sinne, tschüss, ciao, lieber Baba und Servus.